Das sind einige unserer Themen heute. Retrospektive von Boris Eldaksen im Forum Alte Post. Ferienprogramm für die Südwestpfalz. Baggerspende an die Stadt Zweibrücken und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Im Forum Alte Post startet das Ausstellungsjahr 2024 unter dem Titel Zurück in die Zukunft mit einer Retrospektive der Arbeiten des Fotomedia-Künstlers Boris Eldaksen von 1988 bis heute. Neben seinen Anfängen in der Fotografie, Video und Installation geht es dabei auch um eins der Themen der Stunde, künstliche Intelligenz. 35 Jahre im Schaffen des gebürtigen Pirmasensers Boris Eldaksen umspannt die neue Ausstellung im Forum Alte Post. 1988 ging es mit ersten Zeichnungen und Fotos in seiner alten Heimat los. Bald entwickelte sich trotz zeichnerischen Talents die Konzentration auf Foto und Video. Im Zentrum stand und steht für Eldaksen thematisch immer der Mensch. Ein weiterer roter Faden ist für ihn das Fotografieren bei Nacht. Also wir haben eine Etage unten drunter, das erste Nachtbild, was in Indien entstanden ist. Da konnte ich tagsüber überhaupt nicht fotografieren. Ich war als großer weißer Mann im Zentrum der Aufmerksamkeit und wurde von tausend Augen angeschaut. Und so habe ich ja nicht fotografiert. Nachts war auf einmal alles weg, da konnte ich wieder arbeiten. Und ich habe die Nacht immer gemocht. Und wenn man mit Farbe fotografiert, dann ist bei Tag eigentlich zu viel da. Und in den Städten gibt es dann noch Werbung, Verkehrsschilder, alles Mögliche, was mich nicht interessiert. Wenn ich aber nachts in der Stadt unterwegs bin, dann verschwindet das. Dann gibt es einzelne Lichtquellen und dann arbeite ich wie so eine Motte. Ich bin angezogen vom Licht und habe dann eine Bühne, wo ich denke, das ist spannend, das funktioniert alles. Und dann muss ich oft nur noch warten. Irgendwas passiert, irgendjemand kommt, irgendetwas Unvorhergesehenes und dann habe ich das Bild. Auch faszinierende Kollaborationen gibt es im Forum Alte Post zu sehen. So arbeitete Eldaksen schon vor Jahren mit der 2024 Oscar-nominierten Schauspielerin Sandra Hüller zusammen. Mit Natascha Stellmach dagegen pauste er von Grabsteinen berühmter Toter, wie etwa Oscar Wilde, die jeweilige Schriftart zu neuen Worten zusammen. Die Beschäftigung mit dem eigenen Lebenswerk war für den Fotomedia-Künstler vor allem eins. Na, es ist ein Bewusstwerden des roten Fadens, wie das zusammenhängt, dass bestimmte Themen eigentlich schon am Anfang da waren und dass es einfach dauert, bis sich das rauskristallisiert, bis auch bestimmte Dinge gelöst werden. Also ich selber habe ja angefangen als jemand, der auch gerne Maler geworden wäre. Ich habe gezeichnet, fotografiert. Meine ganzen Künstlerfreunde haben gemalt. Und ich habe erst später verstanden, dass wir anders denken. Ich konnte in Linien schwarz-weiß denken, die haben in Farbe, Fläche gedacht. Und ich habe dann später über die Farbfotografie dann versucht, wirklich zu denken wie ein Maler, wie eine Komposition. Ich glaube, es ist mir auch ganz gut gelungen. Und das ist einfach ein Prozess, der sich entwickelt hat. Studierenden möchte er als Dozent an Kunsthochschulen dabei helfen, ihren eigenen künstlerischen Findungsprozess zu beschleunigen und zu finden, woran sie wirklich Interesse haben. Auch mit dem aktuellen Thema künstlicher Intelligenz hat sich Eldaksen bereits ausgiebig beschäftigt, als er mit dem KI-generierten Bild The Electrician die Sony World Photography Awards gewann, lehnte er den Preis ab mit dem Hinweis, dass es sich um kein tatsächliches Foto handle, sondern um Promptografie. Man sollte das trennen. Man muss es auch trennen und ich habe viele Vorträge darüber, warum die unterschiedlich sind, wo sie sich unterscheiden in der Motivation, im Workflow, im Ergebnis nicht mehr. Das kann täuschend echt nachgeneriert werden, aber alles vorher ist ja wichtig. Wenn ich als Fotograf irgendwo bin, dann erlebe ich diesen Ort. Ich erlebe das Miteinander mit anderen Menschen, das nehme ich mit nach Hause. Das fließt mit ein. Das ist manchmal auch ein Problem, dass ich die Bilder gar nicht mehr richtig auswählen kann, weil ich kann nicht trennen mein Erlebnis von dem, was wirklich auf dem Bild ist. Wenn ich mit KI arbeite, kann ich im dunklen Keller sitzen. Ich habe kein Erlebnis. Ich bin ich und die Maschine und die Reise geht, wenn es gut ist, ins Innere.
das ist auch etwas, was ich daran mag. Das ist dann ein Nachforschen meiner Motivationen, Gründe, Bildideen ist und nicht ein Reagieren auf ein Außen, wie viele Fotografinnen das machen. Initiiert wurde die Ausstellung vom Kunstverein Kunst und Kultur, mit dem der gebürtige Pirmasenser Eldachsen neben all seinen internationalen Auftritten immer noch gute Kontakte pflegt. Nach der Vernissage am 9. Februar ist die Werkschau Zurück in die Zukunft noch bis zum 7. April im Pirmasenser Forum Alte Post zu sehen. Anfang Februar wurde in Pirmasens der Jahresbericht der Stadtbücherei für 2023 vorgestellt. Bei recht stabilen Zahlen erkennt man auch hier, welche Angebote offenbar in die Jahre gekommen sind und welche nach wie vor gut funktionieren. Zudem gab es einen Ausblick auf die geplanten Aktionen für 2024. Wir waren dabei. Die Leiterin der Stadtbücherei Ulrike Weil und der Beigeordnete der Stadt Pirmasens Dennis Klauer zeigten sich zufrieden mit den Ausleih- und Besuchszahlen des vergangenen Jahres. Den Wandel zur digitalen Nutzung sei man mitgegangen, habe aber auch weiterhin seine treue LeserInnen von Büchern zum Anfassen. Ja, die Zahlen sind schon Gott sei Dank leicht angestiegen. Zwar noch nicht auf das Vor-Corona-Niveau, was ich ja gern hätte. Das liegt aber auch daran, dass wir eine Zweigstelle teilweise geschlossen halten mussten aufgrund krankheitsbedingten Personalausfalls. Aber wir haben jetzt wieder in allen Bereichen ziemlich Zuspruch bekommen, also sowohl bei den verschiedenen Medieneinheiten, aber auch bei der Online, bei Overdrive, bei den Streaming-Angeboten ist es alles jetzt wieder ein bisschen mehr geworden, aber es dürfte natürlich trotzdem noch immer noch mehr sein. Aber wir sind ganz zufrieden. Die Zahl der aktiven LeserInnen ist mit rund 3000 etwa gleich geblieben. Die Nutzung der Onleihe halte sich stabil bei etwa 30.000 Ausleihen im Jahr. Neu hinzugekommen ist das englischsprachige Angebot Overdrive. Im Streaming könne man mit den großen kommerziellen Anbietern natürlich nicht mithalten. Angebote für Film- und Musikstreams gibt es mit Filmfriend oder Free Girl Music dennoch. Insbesondere bei den Erwachsenen verlieren CDs und DVDs immer mehr an Bedeutung. Also was schon ausgelaufen ist, ist die CD-ROM. Da haben wir noch so ein paar Restbestände, die da irgendwann als Beilage von Büchern oder so vorhanden sind noch. Die CD, also da muss man wirklich unterscheiden. Bei den Kindern läuft es noch recht gut. Die sehen, wir haben ja auch da die Tonys, ne? Das, was jetzt auch teilweise die CD ersetzt. Ne? Aber trotzdem, die Kinder sehen halt was und nehmen es mit. Und das kostet ja auch nichts. Das Angebot in der Kinderbücherei ist komplett frei. Und bei den Erwachsenen, wenn die jetzt halt eine DVD oder CD, also Hörbuch oder Rock-Pop-CD oder sowas mitnehmen, das ist mit einem ganz kleinen zwar, aber mit einem Kostenfaktor verbunden. Und die sagen, oh, da gucke ich mal, ob ich heute Abend das vielleicht auf Netflix oder sowas auch finde. Und die nehmen es dann eher auch nicht mit. Also das lief bis so vor 3 Jahren richtig gut und jetzt kaufe ich schon fast nichts mehr. Das geht jetzt sukzessive zurück. Vor allem in der Kinderbücherei lege man auch in Pirmasens den Schwerpunkt auf Projekte zur Leseförderung und Medienkompetenz. Lese-Lern-Apps wie Tigerbooks oder E-Kids seien dabei hilfreich. Auch in diesem Jahr wird es wieder einige Veranstaltungen geben, insbesondere Krimi-Lesungen, aber auch Programme zu den Geburtstagen von Erich Kästner und Goethe. Der sehr beliebte Lesesommer findet wieder vom 1. Juli bis 31. August statt, erneut in digitaler Form, was den anschließenden Buchtipp oder Fragebogen angeht. Nahezu 300 Kinder hatten im Vorjahr erfolgreich teilgenommen, indem sie mindestens 3 Bücher gelesen hatten. Bei den Bücherausleihen sind wie seit Jahren bereits bei den Erwachsenen Krimis am beliebtesten, während die Kinder sich weiterhin für die Reihe Gregs Tagebuch begeistern. Die Pläne zum Umzug der Stadtbücherei in die Schlossgalerie neben dem Stierbrunnen stehen noch am Anfang. Gespräche mit Architekten und die Vorstellung im Stadtrat stehen dabei als nächstes an. Dennis Klauer hofft dennoch, 2025 die Stadtbücherei dahin umziehen zu können. Auch 2024 wird im Landkreis Südwestpfalz ein breit gefächertes Ferien- und Freizeitprogramm angeboten. Ende Januar wurden Details zum Programm erläutert und vorgestellt. In der Kreisverwaltung der Südwestpfalz wurde Ende Januar 2024 das neue Ferien- und Freizeitprogramm vorgestellt. Landrätin Dr. Susanne Ganster und Kreisjugendpfleger Jens Segmüller präsentierten das umfangreiche Programm, das neben Unterhaltung auch auf Persönlichkeitsentwicklung und Orientierung abzielt.
Unter anderem werden Schulungen zum Erwerb der Jugendleitercard angeboten, durch die neue Ehrenamtliche ausgebildet werden. Das Ferienprogramm umfasst allerdings allerlei verschiedene Angebote. Wir haben ein vielfältiges Angebot in allen Verbandsgemeinden aufgebaut, wo es dann auch Freizeiten gibt mit Leuten mit Beeinträchtigungen, hat man die Möglichkeit. Wir haben Freizeiten speziell für Mädchen. Wir haben auch Projekte wie zum Beispiel Nein, ich gehe nicht mit, zur Richtung Gewaltprävention. Wir haben ganz normale Freizeiten mit Spielaktionen in, wie gesagt, in Verbandsgemeinden. Und deutsch-französische Maßnahmen sind auch angedacht. Zudem gibt es noch Maßnahmen der Vereine und Institutionen. Die sind auch dieses Jahr nach Corona Gott sei Dank wieder so aus dem Boden gestampft worden und es sind mittlerweile mit den Verbandsgemeinden, mit der Ferienbetreuung Rheinland-Pfalz 1600 Plätze jetzt im ganzen Landkreis für die Kinder und Familien angedacht. Mit den Angeboten will der Landkreis Jugendliche und Kinder am sozialen Leben teilhaben lassen, Kompetenzen wie Toleranz und Verständnis vermitteln sowie sportliche, kreative und künstlerische Tätigkeiten unterstützen. Außerdem können für einkommensschwache Familien Zuschüsse zum Teilnehmerbeitrag beantragt werden. Eine Übersicht der Angebote findet man auf der Website www.lksüdwestpfalz.feripro.de, wo man die verschiedenen Programme auch direkt buchen kann. Egal ob für Bergungsarbeiten oder um Abläufe im Hochwasserfall freizuräumen. Durch die Katastrophe im Ahrtal wurde klar, wie wichtig zum Beispiel Bagger für den Ernstfall sind. Mit einer Spende der Firma Kubota wurde der Fuhrpark des Brand- und Katastrophenschutzes und der Feuerwehr aus Zweibrücken deshalb um einen Bagger ergänzt. Nachdem die Spende des Baggers durch das Zweibrücker Unternehmen Kubota am 24.01.2024 vom Stadtrat angenommen wurde, konnte sich das Team der Feuerwehr und des Brand- und Katastrophenschutzes bereits Ende Januar über den neuen Bagger freuen. Der 1.900 Kilo schwere Minibagger ist vor allem für den Einsatz in der Innenstadt gemacht und hat durch seinen Propangasmotor sogar besonders geringe Abgasemissionen. Die Firma Kubota produziert jetzt schon seit 35 Jahren in der Rosenstadt Bagger. Aus diesem Grund fühlt sich das Unternehmen der Region auch besonders verpflichtet. Wir sind auch in der Zukunftsregion Westpfalz engagiert, zusammen mit den Kommunen, mit den Städten. Ja, daher kenne ich natürlich auch jetzt den Oberbürgermeister persönlich, kenne die Oberbürgermeister von Kaiserslautern und Pirmasens persönlich. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, wir wollen die Region unterstützen. Da versuchen wir eigentlich immer wieder Aktionen zu starten, irgendwelche Initiativen zu starten. Und Ende letzten Jahres ist die Idee entstanden, okay, was können wir tun? Aktuell sind unsere Lagerbestände recht gut. Also vor 2 Jahren waren wir ausverkauft. Aktuell sind unsere Lagerbestände an Fertigmaschinen recht gut. Und so war einfach die Idee entstanden, okay, warum nicht mal an den Bagger spenden? Da können wir sicherlich die Städte mit unterstützen. Und so ist das eigentlich entstanden. Neben einer Spende an die Rosenstadt hat auch die Stadt Kaiserslautern und der Maschinenpark des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens einen Bagger erhalten. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin machen Sie's gut und tschüss.